Du kannst sie einfach über den Diagnoseleuchten anbringen. Moment mal, Doc. Sie wollen, dass ich da runtergehe? Wie zum Geier soll ich das schaffen? Gute Frage. Lass mich nachdenken. Aha! Ein Hoverboard! Es hat uns schon ein paar Mal die Haut gerettet. Schien also ein geeignetes Hilfsmittel für diese Aufgabe zu sein. Klasse. Alles in Ordnung? Das ist die Fahrradbahn. Bist du für den Sprung bereit? Fertig, Doc. Zwei, drei, spring! Oh. Gut gemacht, Marty! Wie ist der Funkempfang? Super! Woher haben Sie die? Aus Wörtsammlung von Videospielkonsolen aus dem 21. Jahrhundert! Denk dran, du musst nur die Flux-Sync-Module an die Diagnoseleuchten anschließen. Geht klar, Doc. Gehen wir mal zur Vorderseite, mal sehen, was passiert. Ist das da der rechte Flux-Emitter? Ja, jetzt steck einen Flux-Sync rein. Gut. In Ordnung. Gut gemacht. Und jetzt richte den Sync auf die Empfangsschüssel. Ich versuch's, aber hier draußen holpert es ganz schön. Sind geschafft. Jetzt noch zwei. Nicht am Rückspiegel vorbei. Es ist abgeschlossen. Mir geht's gut. Warte mal, bevor wir da jetzt lange rumprobieren. Ja, Scheibenwischer. Hier nicht hören. Es ist abgeschlossen. Und
der Fusion spuckt Feuer. Ja, das ist echt. Wenn ich du wäre, würde ich davon wegbleiben. Keine Sorge, ich schaff das. Nicht durch die Flammen! Sie könnten radioaktiv sein! Ich fahre auch nicht gern durch normale Flammen. Fass ihn jetzt nach der Synchronisierung besser nicht an. Was denn hier für ein, Vorsicht, Martin! Keine Sorge, ich schaff das. Hier alles anklicken, vordere Stoßstange, das bringt mir ja nichts. Edna? Sie kann mich von hier nicht hören. Ist das ein Flux-Emitter? Ja, jetzt steck einen Flux-Sync rein. Habe ich schon. Ich komme von hier aus nicht an. Du musst einfach nur aufs Dach klettern. Okay, dann versuchen wir jetzt mal diesen Dings da mit dem Scheibenwischer wieder zuzumachen. Gute Arbeit, Martin. Von hier aus nicht ran. Geschafft. Spitze. Jetzt sollten wir das Flux-Sync-Modul anbringen, bevor sie uns das Leben schwer macht. Hat sie es uns etwa bisher leicht gemacht? Der kommt aber nicht so viel. Ist das der linke Flux-Emitter? Ja. Jetzt steck einen Flux-Sync rein. Ich würde gerne machen. Versuchen wir es, Doc. Wow. Perfekt. Und jetzt richte den Flux-Sync auf die Empfangsschüssel auf meinem DeLorean. Empfangsschüssel. Geschafft. Boah, ist das holprig. Ist gar nicht mal so leicht. Gleich haben wir es geschafft, Marty! Nur noch ein Flux-Sync! Runter von meinem Auto, Rabauke! Es ist einer der Flux-Emitter! Ich komme von hier aus nicht ran!
abgeschlossen. Mr. Fusion, soll ich ihn deaktivieren? Lass ihn. Atomreaktoren lässt man am besten in Ruhe. Okay, versuchen wir es von hier aus. Obwohl, ich glaube, da werden wir auch nicht rankommen. Ich komme von hier aus nicht an. Du musst einfach nur aufs Dach klettern. Mal sehen, wie wir am besten aufs Dach klettern. Ach du, dann muss ich auf die andere Seite. Aha. Wer hat sich das nur ausgedacht? Ich soll jetzt mit Edna reden. Na gut. Edna! Was? Lass mich rein! Rein? Schön! Oh. Martin! Geht es dir gut? Nicht wirklich. Was? Halt an! Nein! Du bist in großer Gefahr. Du auch! Gib auf! Du zuerst! Gib auf! Du zuerst! Gib auf! Du zuerst! Jetzt? Oh. Ganz hervorragend, Martin. So. Jetzt, wo du auf dem DeLorean bist, kannst du einen Flux-Sync an den Projektor Flux Emitter anbringen. Super, Doc. Okay, machen wir es da. Ha! Gut gemacht! Und jetzt richte den Sync auf die Empfangsschüssel. Und jetzt raus da, Martin! Und jetzt? Jetzt übernehmen wir die Kontrolle über Edna DeLorean mit den Flugsynchronisatoren und... Das ist komisch. Was? Laut dieser Anzeige verringert sich die zeitliche Kohäsion von Edna's DeLorean verdächtig schnell. Auf Deutsch, Doc. Wir müssen meine Edna nach Hause bringen. Jetzt! Und da hat es Bumme Macht. Parker? Dann bin ich zurück? Wären Sie so freundlich, mir zu verraten, welcher Tag heute ist? Es ist der Tag, an dem ich Sie wegen...